Angesichts der sehr stark steigenden Zahlen an Corona-Infizierten hat sich der Krisenstab heute vorrangig mit der medizinischen kritischen Infrastruktur, also den Krankenhäusern, den niedergelassenen Ärzten, aber auch dem Rettungsdienst und den Hilfsorganisationen beschäftigt. Die gute Nachricht: Angesichts der sehr hohen Impfquoten von über 98%, auch bei der Polizei, ist diese gesichert. Ausfälle können kompensiert werden. Weitere gute Nachrichten: Dadurch, dass die Impfquoten bei uns in den Hilfeeinrichtungen, sowohl in den Einrichtungen der Altenhilfe, aber auch der Behindertenhilfe so hoch sind, sind auch hier nur wenige Fälle und dann mit zumeist mildem Verlauf zu verzeichnen. Darum meine herzliche Bitte: Lassen Sie sich impfen, denn die Boosterimpfung, das zeigen diese Parameter, hilft wirklich vor schweren Verläufen. Und noch etwas: Wir haben bei uns massiv Personal nachgesteuert. Und unsere Appelle an die Bevölkerung, an diejenigen, die mit Corona infiziert sind, haben geholfen. Der Formularserver wird sehr rege genutzt, was bei uns die Bearbeitungsdauer erheblich verkürzt. Meine herzliche Bitte: Nutzen Sie auch in Zukunft, wenn Sie betroffen sind, den Formularserver. Sowohl wenn Sie eine Infektion zu melden haben, aber auch, um aus der Quarantäne früher herauszukommen. Hier gilt grundsätzlich 10 Tage. Nach 7 Tagen gibt es aber die Möglichkeit, sich freitesten zu lassen. Bleiben Sie gesund.